Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video mit Kelly, das wird... bist du im Arm drücken. Und du kannst alles und jeden im Arm drücken besiegen. Du bist mehrfache Weltmeisterin. Du hast sogar die Kerle abgezockt. Und du möchtest auch gegen alles und jeden Arm drücken machen. Du hast nur ein Problem. Heute ist ein bisschen der Wurm drin, weil du schaffst es nicht, meine Hand umzudrücken. Du hast überhaupt keine Kraft in deiner Hand. Ich gewinne jedes Spiel und du lässt dir dann die besten Ausreden einfallen, wieso du heute hier nicht beim Armdrücken gewinnst. Eins, zwei, drei, einmal die Augen auf. Kelly, ich habe gehört, du bist richtig gut im Armdrücken, ne? Mhm. Wollen wir eine Runde spielen? Ja. Ich kann das zwar gar nicht, ich rück mal so ein bisschen dran. Wir probieren. Ich bin da in Berlin, vor 2 Jahren bin ich Meisterin geworden. Ach, wie krass. In Berlin. Ja dann, let's go. Okay, aber ja, das geht schon so, okay, oder? Du bist okay. Ja Profi, ne? Achtung. Ja, warte. Zählst du von 1 bis 3 und dann geht's los? Ja. Okay. 1, 2, 3. Ja, gut, gar nicht schlecht, ja. Hm. Boah, du bist ja wirklich gut. Ja, das ist normalerweise ein bisschen, bin ich nach 2 Sekunden fertig. Ach so. Tück. Oh! Da habe ich ja wohl gewonnen. Ja, das war... Die Unterlage? Die Unterlage, stimmt. Sollen wir eine andere Unterlage? Ja, gerne, ich bin vorbereitet. Kann ich das machen? Ja, kannst du so drauf, ja. Okay, wir machen. Der Winkel muss stimmen, tatsächlich. Ah. Das habe ich schon mit 5 gelernt. Oh, natürlich, das leuchtet ein. Okay, direkt nochmal. Okay. 1, 2, 3. Oh, du bist wirklich gut. Mhm. Gewinnst du? Meistens. Jetzt auch? Eigentlich immer, ja. Nee. Das ist schon... Okay. Ich habe noch nichts gegessen. Also ich habe einen Joghurt gegessen. Ach so. Ah ja. Aber wir gehen ja gleich noch Burger essen oder sowas. Oder ach irgendwas. So, ja. Wenn wir noch was richtig... Dann machen wir das nochmal im Restaurant. Gehen wir das wirklich? Irgendwas gehen wir essen und dann machen wir das. Gab es nicht mal diese Werbung, Müller Milchreis macht stark oder sowas? Gab es nicht mal? Es war Joghurt. Joghurt, ach so. Haferflocken sind gut. Mhm. Immer Kohlenhydrate essen, aber ich habe halt nur einen Joghurt gegessen. Deswegen können wir das, also wir können es nochmal machen, aber ich bin nicht so gut, okay. Wahrscheinlich. Also bist du mit links besser? Nee, ich bin schon rechts. Du hast eine starke Rechte. Ja. Dir möchte ich nicht nachts auf der Straße über den Weg laufen, ich sag's ganz offen. Nee. Okay, let's go. Fühlt's auch nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Okay. Ja, wir machen das nachher nochmal. Okay, wir machen das nachher nochmal. Nach dem Essen. Alles Gleiche. Ja. Das läuft, das lassen wir so stehen. Guck mal kurz. Schlaf tief, tief. Und einmal auf die Fingerkuppe. Nimm deinen Blick nicht mehr von der Fingerkuppe. Und wenn du auf diesen Punkt schaust, merkst du auf einmal, wie dein Arm jetzt immer fester wird. Dein rechter Arm, der wächst jetzt immer fester und fester in dieser Position fest. Der wächst mit jedem Atemzug immer fester. Stell dir einmal vor, der Arm wird immer länger werden. Und je länger der Arm wird, umso fester wächst der Arm fest. Der wird immer länger wie ein solides Stück Holz. Länger und länger. Und du kannst den Arm jetzt nicht mehr nach unten absenken, weil der Arm in dieser Position festgewachsen ist. Und je mehr du es probierst, umso fester wächst der Arm fest. Du kannst jetzt probieren, den Arm abzusenken, aber du merkst, es geht nicht. Er wächst noch fester fest. Merkst du, der Arm immer fester fest wächst? Sehr gut. Und noch fester. Und schlaf tief, tief und fest. Und du lässt völlig los. Du lässt geschehen, was geschieht. Und ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3. Bei Zahl 3 kannst du die Augen öffnen. Wenn du die Augen öffnest, hast du ein kleines Problem. Denn du bist der festen Überzeugung, der Stuhl, auf dem du sitzt, der ist glühend heiß. Der ist so heiß, dass du aufspringen musst, weil du dir sonst deinen Hintern verbrennen würdest. Und bei der Zahl 3, Kelly, öffnest du die Augen und der Stuhl, auf dem du sitzt, der ist glühend heiß. 1, 2, 3. Einmal die Augen auf. Geht's dir gut? Ja. Was ist los? Darf ich? Hast du einen Hocker? Einen Hocker? Kannst du einmal die Klappe dazu machen? Ja. Einfach. Ja. Warum Hocker? Oder hat der eine... Der eine Heizung? Können wir die ausmachen? Was? Heizung? Hä? Der Stuhl. Hat der eine Heizung? Wieso?
weil er sehr heiß ist. Wer jetzt, ich oder der Stuhl? Der, der Klassiker-Gag an der Stelle. Der Stuhl. Ja. Der Stuhl? Also wie, wie im Auto, also wie geht es, das gibt ja, es gibt ja Sitzheizungen in ja. Autos. Wie geht das jetzt in diesen Kitschfilm? Moment, ich probiere es kurz aus. Also ich finde den relativ bequem. Kannst du da sitzen? Der ist richtig heiß. Der ist doch kalt. Möchtest du hier hinsitzen? Ist deiner nicht heiß? Nö. Nee. Das Witzige ist, wenn ich jetzt schnippe, wird der Stuhl auch auf einmal glühend heiß. Jetzt. Deiner ist genauso heiß. Der ist richtig heiß. Der Stuhl. Gibt's da eine Heizung? Nein, da ist keine Heizung. Das ist ein normaler, es ist wirklich, es ist kein Witz, das ist ein normaler Stuhl. Da gibt es keine Heizung. Pass auf, wenn ich jetzt einmal schnippe, ist die, wenn ich einmal schnippe, jetzt ist die aus, versprochen, Ehrenwort, du kannst dich wieder setzen, der ist kalt. Also dann doch eine Heizung. Weiß ich nicht, gucken wir mal, ist kalt, ja? Das Coole ist, schnippe ich aber nochmal, ja. Geht die sofort wieder an, jetzt. Ist das kaputt? Weiß ich nicht. Wenn aber es hat eine Heizung. Ich glaube nicht. Du hast doch gerade gesagt, es hat eine Heizung. Nein, ich glaube nicht. Da setze ich mich nicht da hin. Da setze ich nicht mehr hin, da auch jetzt nicht. Wo setze ich dann hin? Nein, ich würde mir einen Hocker nehmen. Wir haben leider keinen Hocker. Das ist ja blöd. Guck mal kurz, schlaf. Ups, tief und fest sinkst du mal tiefer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Drückt noch auf die Glocke, liked das Video. Ist gut für den Algorithmus, muss man ja immer wieder sagen. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier auf diesem Kanal wieder. Bis dahin. Ciao.